Das ist eine Pflanzenkläranlage. Und nicht nur irgendeine Pflanzenkläranlage. Diese gehört dem Haus am Anger in Falkensee und ist eine der ersten, die in der Gegend errichtet wurden. Mittlerweile gibt es über 400 Anlagen in Europa, die alle nach verschiedenen Theorien erbaut wurden. Die Pflanzenkläranlage wurde nach dem Bartül-Prinzip errichtet und arbeitet mit einer zweistufigen Behandlung. Die erste Stufe wird vertikal beschickt, die zweite Stufe wird horizontal durchflossen. Beide Becken sind durch Folie vom Boden isoliert. Dieser Aufbau ist besonders aufwendig, normalerweise reicht eine Stufe, da man bei hohen Grundwasserständen und geringem Gefälle durch die Nichtnotwendigkeit vermehrt auf eine horizontale Stufe zurückgreift. Auf eine vertikale Stufe wird aufgrund der höheren Reinigungsleistung und dem geringeren Platzverbrauch bei kleineren Grundstücken zurückgegriffen. Diese braucht allerdings eine Abwasserpumpe. In der vertikalen Stufe fließt das Abwasser von oben nach unten. Dabei wird die Beschickung so gesteuert, dass keine offenen Wasserflächen entstehen, was eine Geruchsbelästigung ausschließt. Das Abwasser wird an der Unterseite des Beckens mit Drainagerohren wieder gesammelt und weitergeleitet. In der horizontalen Stufe fließt das Abwasser links in das Beet ein und läuft an der rechten Seite unten wieder ab. Hier wird besonders viel Stickstoff abgebaut und das Beet wurde hydraulisch so bemessen, dass auch bei starkem Regen kein Überstau zustande kommt. Die Funktion der Anlage ist auf 4 Hauptfaktoren zurückzuführen. Zum einen bereinigt der Boden das Abwasser allein rein mechanisch. Das heißt, größere Schwebstoffe bleiben in der Erde hängen. Darüber hinaus werden organische Inhaltsstoffe durch Bakterien zersetzt und weitere Kleinstteile durch Adsorption an Bodenteilchen herausgefiltert. Außerdem kommt es im Anschluss daran zu einer Fällungsreaktion im Boden, die weitere Schadstoffe eliminiert. Die Pflanzen selbst spielen bei der Abwasserreinigung lediglich eine kleine Rolle, da diese nur die für sie wichtigen Nährstoffe aus dem Abwasser entnehmen. Viel wichtiger ist, dass durch die Wurzeln der Pflanzen die Erde aufgelockert und somit wasserdurchlässiger wird. Den Hauptteil der eigentlichen Reinigung übernehmen Kleinstlebewesen, also Bakterien und weitere Mikroorganismen, welche sich in verschiedenen Zonen des Bodens aufhalten. Das aerobe Milieu, also das, welches einen hohen Sauerstoffanteil vorweist, ist rund um die Wurzeln zu finden, da hier der durch die Photosynthese entstandene Sauerstoff unter anderem in den Boden abgegeben wird. Hier findet eine bakterielle Oxidation statt, welche Ammoniak zu Nitrat umwandelt. Dieser Vorgang wird auch Nitrifikation genannt. Die zweite Zone, das anoxische Milieu, in dem der Sauerstoff lediglich gebunden vorliegt, ist von Bakterien, die eine sauerstoffarme Umgebung bevorzugen, durchzogen. Durch sie wird das in der ersten Zone gewonnene Nitrat in der Denitrifikation zu elementarem Stickstoff umgewandelt, welcher an die Umgebung abgegeben werden kann. Ähnliche Vorgänge lassen sich auch in der dritten Zone, dem anaeroben, also sauerstofflosen Milieu, finden. Doch ist der wichtigste Reinigungsprozess die Nitrifikation sowie die Denitrifikation, welche eine Ammoniakverflüchtigung zur Folge tragen. Dieser Prozess hat jedoch den Nebeneffekt, dass das Wasser, welches die Anlage verlässt, häufig noch mit Stickstoffverbindungen verunreinigt ist.